Wie sehen Sie die Bilder von Sean Gallop, glaube ich, gerade? Mhm. Das ist Ihr Projekt, oder? Glaube ich. Das ist von einem Flüchtlingsheim in Vosberg bei Letschin. Das ist, also mehr Pampa kann man sich nicht vorstellen. Vosberg hat, glaube ich, 60 Einwohner und da wohnen 80 oder 100 Migranten und Flüchtlinge in diesen Wohnheim. Und ich habe da einfach einen Tag verbracht. Also der Heimleiter, der war ganz offen und nett. Und ich hab die Menschen beim Einkaufen begleitet und da haben einige so ein bisschen Sozialarbeit, also am Friedhof, an einer Kirche, haben sie gekehrt. Und ja, und es war ein toller Tag. Und also ich meine, für mich, es geht um die Menschen. Ich kann die Menschen nicht rauslassen. Sonst hätte ich nichts zu erzählen. Und ich meine eben dieses Bild, für mich, also dieser Begriff Flüchtlingskrise und hier der Mohammed und die kleine Riri, ich meine, das erkennt man als Vater und Tochter und die haben Freude und gut, die haben einen Irrweg hinter sich, aber jetzt geht das Leben weiter. Und das ist auch positiv. Aber die Frage, die interessante ist ja, also wenn ich es so sehe, sind das irgendwie zwei Maximalpositionen oder erstmal so zwei Gegensätze auf eine gewisse Weise, die Objektivität gegen die Subjektivität, das ist irgendwie die Autorenschaft eher oder die Reflexion über die eigene Rolle versus der Glaube an die an das Bild als Bild erstmal. Aber in dem Fall zum Beispiel ist ja die Frage, ich weiß nicht, wie lange Sie bei denen waren, was die Situation tatsächlich war, also wie stark das Bild dadurch zustande gekommen ist, dass Sie da im Raum waren oder wie lange Sie im Raum waren. Ich war vielleicht 10 Minuten da im Raum, irgendwie, also ich war da im Flur und ich habe einer davon, ich habe den Mohammed unten im Keller getroffen. Und dann hat er vielleicht so ein bisschen gewunken, die haben mich da eingeladen, die haben mich was zu essen vorbereitet und die kleine Riri, die spielte da und dann hat diese kleine Szene angefangen, da hat einfach die Kamera hochgehoben, zack, zack, und mehr war es nicht. Aber also ich glaube, also zurück zum Thema, was man als Fotograf sagen will, ich meine, natürlich, man ist Beobachter, man hat als erfahrener Fotograf einen gewissen Wortschatz als Fotograf durch Bilder. Man erkennt eine Situation, man weiß ganz genau, ich brauche diesen Objektiv, ich brauche diese Perspektive, ich muss hier stehen, nicht hier, ich muss hier, da, dieses Teil im Hintergrund, das muss raus, weil das lenkt nur ab, ich muss hier sein und warten, bis etwas passiert. Und das ist dann natürlich subjektiv und ästhetisch. Aber das geht alles so schnell und manchmal hat es geklappt und dann manchmal guckt man nachher und denkt man, ach nee, scheiße, aber ja. Herr Brüggemann, interessanterweise ist es ja dann auch tatsächlich eine Verbindung erstens logischerweise zu den Medien, für die Sie arbeiten, die das dann in den Texten und in der Herangehensweise ans Leben an sich auch ähnlich sehen wie Sie, also so diese Art latente, also zwischen Ich-Kritik und Ich-Bezogenheit changierend, also Neon als Leitmedium dieser, weiß ich nicht, leicht narzisstischen Zeit. Vielleicht können Sie dann wiederum beschreiben, oder auch als Z-Magazin in dieser Tradition, als das subjektiven Moritz von Uslarhaften Journalismus, was ja tatsächlich auch eine Generationenhaltung ist und die wiederum nicht generationsspezifisch ist, sondern irgendwie natürlich eine individuelle Entscheidung ist, wie man diesen Beruf ausüben will oder wie man auf die Welt schaut. Die interessante Kombination ist in dem Fall natürlich irgendwie der Zusammenprall mit dieser eben nicht narzisstisch zu verstehenden, würde das Wort Krise auch gerne vermeiden, eigentlich, aber mit dieser existenziellen Not, also so, dass wollen Sie
beschreiben, warum Sie trotzdem, oder können Sie gar nicht anders als diesen Blick auf sich selbst als Bilderproduzent ausschalten? Also ja, ich ziehe mir den Schuh gerne an hier heute Abend. Nein. Das war keine Kritik. Nein, das ist ja auch völlig okay. Also ich kann mich auch nicht selbst verneinen. Es ist insofern ein bisschen anders, weil das ein Auftrag war. Aber einer, der mir sozusagen sehr gut bekommen ist mit meiner Sicht oder mit meiner Herangehensweise an die Dinge. Das war ein Auftrag von Süddeutschen Magazin zunächst. Und wir waren also mit einem Journalisten zusammen 3 Tage auf Kos in einem Hotel, so ein Mittelklasse-Hotel, wo sehr viele deutsche Touristen waren, für 3 Tage. An einem dieser Strände im Norden von Kos, wo halt, das war im August letzten Jahres, sehr viele Flüchtlinge mit Booten angekommen sind. Und die Idee war halt für diesen Artikel, dieser Job ist an mich herangetreten worden, eben für eine halbe Woche deutsche Touristen zu begleiten, die Urlaub in der Krisenzone machen. Um eben auch einen anderen Blick auf diese Situation zu haben. Es war dann tatsächlich so, dass die Leute vom SZ-Magazin ein bisschen Angst hatten, dass sie auch von dem Tagesgeschehen links überholt werden. Und dann haben die das, weil sie auch noch irgendwie das nächste Heft sollte das Modeheft werden und das wäre irgendwie erst 3 Wochen später rausgekommen. Und dann haben die das 2 Tage später in die Wochenendausgabe von der SZ reingehieft und haben da die Seite 3 draus gemacht, also so eine 3 Seiten in der Tageszeitung, so ähnlich wie das Dossier in der Zeit. Also jetzt zu dem Ding an sich. Ich habe halt vorher auch schon Arbeiten gemacht über Tourismus und mich hat dann schon sehr, sehr interessiert diese Gegenüberstellung. Eben aus einer Idee heraus auch, ich sehe mich nicht als denjenigen, als den 8. Fotografen, der an den Strand geht. Also das ist jetzt vielleicht so das Bild, das so am besten beschreibt. Wo Sie buchstäblich der 8. waren, glaube ich. Es ist tatsächlich so, dass ich dann einen Morgen, also da ging es mir dann auch wie Kai, man kann diese Geschichte nicht erzählen, ohne das Bild eben von dem ankommenden Boot zu haben, weil das natürlich irgendwie dazugehört. Ich bin dann morgens da angekommen da war ich, also ich, man sah dann diesen Punkt am Horizont, die Sonne ging gerade auf und man wusste, okay, das muss jetzt ein Boot sein, da kommen welche. Es hat keine 10 Minuten gedauert, dann waren eben die anderen Fotografen da und ich habe für mich aber natürlich auch im Kontext der Geschichte nicht den Sinn gesehen, jetzt dieses Bild zu machen, sondern bin eben diese 10, 20 Meter weiter zurückgegangen. Es kam sogar zu leichtem Konflikt mit den anderen Fotografen, die dann zu mir gesagt haben, nee, hör auf so, also nimm uns nicht mit drauf, weil die vielleicht auch in diesem Glauben sind, man sollte so also das den Flüchtling zeigen, aber für mich ist halt die Situation mittlerweile so, es gibt die Medien, die sind da, die fotografieren das mit, ich möchte das ganze Bild zeigen, um einfach dann vielleicht auch zu zeigen, wie entstehen diese Bilder, die wir alle sehen, aus welchem Kontext kommen die heraus. Eine andere Ebene, die noch dazu kommt, der Typ ganz, ganz links ist ein Grieche, das Boot ist nicht ganz angelandet, die Leute sind noch nicht draußen, dann ist er dabei, den Motor abzuschrauben und macht da Geld draus. Das passiert also auf diesen Inseln auch ganz, ganz viel, dass die alles, was da noch irgendwie aus Geld zu machen ist. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Auch die Idee dahinter, wenn diese Bilder dann in Deutschland erscheinen und dort die anderen Bilder sind, von den Touristen, dass die Leute das Gefühl kriegen, das könnte ich sein. Also, dass einen das auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene eben reinzieht. Also, das ist irgendwie ein Urlaub, ich war in diesen Situationen selber schon und da liegen jetzt aber eben die Rettungswesten. Also, gebe ich dem Betrachter die Möglichkeit, sich ganz anders nochmal damit zu beschäftigen, weil er sich natürlich damit identifiziert auf einmal und es nicht ganz weit weg ist. Also, ja, vielleicht auf einer ähnlichen Ebene nicht ganz so dramatisch wie das Bild von einem toten Kind, wo man denkt, das könnte mein Kind sein. Genau. Und ja. Machen wir noch eine Runde zu den 2 Bildern vielleicht, die noch so diese ikonischen sind und würden es dann auch gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Aber noch einmal diese, weil wir da einmal drüber gesprochen haben, über das Richardson-Foto oder also über beide kann man ja kurz ich noch mal eine Runde machen. Das eine ist eben das WordPress-Foto, also weil Sie auch gesagt haben,
man kann, was ist der Mensch? Also das ist schon sehr der Mensch im Fluss des medusahaften Sinne. Also so das, ich weiß nicht, Herr Lindemann, warum ist das das Foto, WordPress-Foto geworden? Das ist nicht das WordPress-Foto. Ach so, aber das ist was? Das ist aber wir gehen zum WordPress-Foto. Wir gehen zum WordPress-Foto jetzt erstmal. Also auch prämiert worden, aber das ist prämiert worden als was? Okay, das ist WordPress? Das ist WordPress. Okay, aber das andere ist als was ausgezeichnet worden? Als Reportage, WordPress-Reportage des Jahres, in einer anderen Kategorie. Okay, ich glaube, okay. Ganze Geschichte von okay. Sergej Ponomarev oder Daniel Goruliak. Die Frage zu dem Bild. Warum die beiden Bilder? Also was ist an dem das Preiswürdige? Also einfach aus Ihrer Sicht? Ich war nicht in der Jury, also ja. Ich kann nicht für die Jury sprechen. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Das war nicht, also es war klar, welches Thema dieses Jahr das WordPress-Bild des Jahres bestimmen würde. Das war, glaube ich, allen Beteiligten klar. Die Kritik daran war ja, dass es wieder eben auf die christliche Ikonografie zurückgreift, die heilige Familie auf der Flucht. Und natürlich funktionieren diese Bilder. Und ich finde es angemessen. Warum ist das ein Kritikpunkt? Das ist, Das war eine aktuelle Debatte, dass es irgendwie ein Ikonenkitsch sei, eine Wiederholung des Bildes und des ewigen Bildes. Ich kann diese Kritik nicht teilen, insofern möchte ich sie auch in dieser Form nicht wiedergeben. Pardon. Ich finde das angemessen, aber ich kenne nicht alle Einreichungen. Also ich kann nicht sagen, ob es wirklich das WordPress-Foto des Jahres ist. Ich finde es berührend. Es ist roh, das mag ich. Spielt das auch eine Rolle, dass es ein frühes Foto war aus der Zeit? Also der Zeitpunkt des Fotos? Nee, das, Also das ist, nee, oder? Das ist eine ästhetische Entscheidung. Es ist auch eine journalistische Entscheidung, dass man ein Thema früh erfasst. Ja, also bei dem Aufmacherbild unserer Geschichte von Olivier Jobard, das ist letztes Jahr mit dem Lead Award ausgezeichnet worden, da kann ich etwas mehr zu sagen. Wir haben uns, ganz ehrlich, wir haben uns tatsächlich ein bisschen gewundert. Also wir fanden die Geschichte sehr, sehr gut, aber die Konkurrenz ist auch da sehr groß. Und ich denke, da war unter anderem ausschlaggebend, dass es eines der ersten Bilder war, die eben diese Situation vor einer der griechischen Inseln gezeigt hat. Das mag auch das Bild von Warren Richardson ebenso zutreffen. Das ist vom 28. August 2015. Okay. Von wo? Das ist an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn, kurz bevor der Grenzzaun geschlossen wurde. Okay. Und ich habe zu dem Bild vielleicht noch zwei kleine Infos, und zwar der Vorsitzende der Jury, Francis Kohn, hat zu diesem Bild gesagt, wir, die Jury, finden, dieses Bild besitzt fast alles, um deutlich zu verbildlichen, was mit den Flüchtlingen geschieht. Kann man mal so stehen lassen. Und ich hatte gestern die Gelegenheit, mit einem Jurymitglied noch kurz zu sprechen, und die Jurymeinung bei diesem Bild war komplett einhellig. Ja, dieses Bild soll es sein. Unter anderem, weil die Summe der eingereichten Bilder zu dem Thema so groß und so divers waren. Und dieses Bild hat einfach wohl scheinbar dadurch bestochen, dass es nicht bearbeitet und nicht gestellt war, Klammer auf, im Gegensatz zu allen anderen Einreichungen. Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Das heißt, es ist eigentlich ein eher rohes, ungestelltes, straightes Bild in der Masse der Einreichungen. Wie kann man es denn sagen, dass es nicht gestellt ist? Also durch was kann man das nachvollziehen? Vor allen Dingen ist es schwarz-weiß. Das ist ja schon ein totaler Eingriff in ein Bild. Also, was sagen denn die Kollegen dazu aus der... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gestellt ist. Also seine Körpersprache, das ist für mich zu authentisch. Ja, also es gibt ja auch gar keinen Grund, so ein Foto zu stellen. Also weil es ja, es passiert ja zu 100 Mal in der Nacht vermutlich, dass... Okay, jemand durch den vergessen wir es gestellt, ja. Aber also die Qualität des Fotos, was sehen, also würden Sie es auch als so besonders preiswürdig ansehen oder so besonders als Kollege, was wie
Ich finde, dass es ein sehr, sehr gutes Bild ist. Ich habe vielleicht sogar auch bessere noch gesehen, aber es sind am Ende auch Juryentscheidungen. Und was ich interessant finde in dem Bild ist, also ich glaube, da ist noch eine andere Ebene, was diese christliche Ikonografie angeht. Dieser Award nennt sich World Press Award und ich glaube, wie viel? 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt sind Christen. Es gibt also nochmal 5,5 Milliarden, die keine Christen sind, die eben nicht in diesem Bildkosmos aufgewachsen sind, die das da nicht reinlesen können. Das finde ich ist eine Diskussion, die es wert ist, zumindest mal drüber zu reden. Und dann verweist es natürlich auch jetzt von der Machart einfach auch auf eine neue Technik. Ne? Also vor 10, 15 Jahren selbst wäre es nicht möglich gewesen, dieses Bild zu machen, weil einfach die neuen Kameras mit einer sehr, sehr hohen Lichtempfindlichkeit ausgestattet sind. Und das schwingt da bestimmt auch mit, weil es so, wie gesagt, auch so ein Bild dann vielleicht ist, das man so dann vor 10 Jahren noch nicht hätte sehen können. Wie wichtig sind denn so ästhetische Prämissen, also dass es hier das fast wie gemalt ist, das Kind, so, und das andere ist ja auch extrem von Etta ja auch wie ein Gemälde, tatsächlich wie das eben das Floß der Medusa von Géricault. Also auch ein Verweis im Grunde in eine westliche Ikonografie, die ja nicht christlich ist, sondern eher dystopisch, aber vielleicht deswegen trotzdem auch Anknüpfungspunkte hat. Ist das eine Diskussion auch unter Fotografen? Gibt es eine universelle Sprache des Leides oder gibt es eben diese Prägungen, die kultureller Art sind, die dann irgendwie reflektiert werden oder reflektiert werden sollten? Und lesen Sie das Bild ganz anders als ich? Also ist das da drin oder ist das erstmal... Was ist das erstmal für ein Bild? Also man muss zum einen sagen, es gibt ja eigentlich kaum eine außereuropäische oder außerabendländische endemische Fotografiegeschichte, die ist kolonial geprägt, also auch außerhalb des christlichen Abendlandes ist Fotografie immer so wahrgenommen worden. Also auch es gibt ganz, ganz wenige afrikanische Fotografen, die in einer eher visuell afrikanischen Tradition fotografieren und in Asien ist es ähnlich. Es gibt in Laos eine Gruppe von Mönchen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten fotografiert. Da mag das gegeben sein, aber auch in der Pressefotografie weltweit befindet man sich halt eben in dieser eher abendländisch-christlichen Tradition. Was ja eher das Problem beschreibt, als eine Lösung anbietet, weil die Frage ja schon ist, im Schreiben wie im Abbilden, wer urteilt über wen oder wer beschreibt wen wie. Und ich hatte so einen Briefwechsel mit einem indischen Schriftsteller über die Flüchtlingskrise und der hat irgendwann relativ früh gesagt, wie du über Flüchtlinge redest, ist falsch, weil du sie nur so zeigst, weil du sie nur in der Schwäche und in der Not zeigst. Du zeigst sie nicht als mutige Menschen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen und die irgendwie als Musafir, wie er es nannte, als Reisende unterwegs sind. Also die Normalität, also da hat des Blickes des Flüchtlings, der ja eben nicht dieser Blick ist, sondern das ist ja der westliche Blick, ah, hier kommen sie an. Die Geschichte aus dem Geo von 2005 ist eine andere, aber eine ähnliche letztlich. Also so die Frage ist ja dann letztlich eine der Würde und des Selbstvertrauens und des Blickes, der entweder Mitleid oder auch Angst erzeugen kann, aber hier, in dieser Gesellschaft. Und die Erklärung ist ja plausibel und naheliegend, dass es eben diese westliche Tradition gibt. Aber gibt's denn andere Beispiele, andere Möglichkeiten, andere also Überlegungen, dieses Dilemma aufzulösen? Also ein Beispiel ist ja die Abkehr vom Bild letztlich. die Abkehr vom Menschen im Bild. Der analytische Blick. Ich weiß nicht, wie die Runde, dann können wir es ja auch öffnen. Wie die Runde mit solchen Fragen in dem Fall umgeht, also speziell zum Beispiel an diesem Bild, was ja stark ist, aber reicht das, dass es ein starkes Bild ist? Also ganz kurz vielleicht, das Bild ist von Daniel Etta, den wir auch eingeladen hatten, der leider nicht kommen konnte, der auch sehr viel und schon lange an Flüchtlingsgeschichten arbeitet. Und wir haben es ausgewählt, weil das letztes Jahr auf Facebook in den sozialen Medien extrem oft geteilt wurde, als es rauskam. Also das hat sozusagen fast einen ähnlichen
Einfluss gehabt wie das Bild des toten Jungs, nur eben in einem anderen Medium und dadurch vielleicht auch interessant gewesen ist oder interessant ist für die Diskussion, weil die Leute angefangen haben, es selber weiterzugeben. Und ich bin mittlerweile, also jetzt, um jetzt mal noch auf die Frage zurückzukommen, so weit, dass ich denke, irgendwann geben wir das halt auch ab. Also wir versuchen vielleicht ein Stück weit eine Geschichte zu erzählen, subjektiv unsere Meinung da vielleicht auch reinzubringen, ich zumindest. Aber irgendwann, also in dem Augenblick, wenn ich es veröffentliche, gebe ich es ja auch frei. Also bei meiner Geschichte ist es passiert, dass sie dann jetzt vor einem Monat ungefähr online bei Weiß nochmal veröffentlicht wurde. Und da hat dann jemand drunter kommentiert, mit einem offensichtlich ironischen Unterton schön zu sehen, dass es vor allen Dingen junge Männer sind, die dort kommen. Also im klaren Bezug darauf, auf die, also die Argumente, da kommen ja nur Wirtschaftsflüchtlinge, es sind alles nur junge Männer. Und ich habe es natürlich mit einer anderen Intention fotografiert, aber er nimmt das Bild und sieht da drin, was er will. Also bin ich quasi dann auch am Ende machtlos und die Leute werden in den Bildern sehen, was sie wollen und das Betrachten eines Bildes ist wahrscheinlich ein ähnlich kreativer Prozess wie das Machen eines Bildes und dem muss man sich einfach bewusst sein. Darf ich ganz kurz? Ich glaube, man soll vielleicht auch nicht zu sehr das Bild überintellektualisieren, die Analyse. Ich glaube, die Stärke dieses Bildes kommt einfach von seiner Körpersprache, er hat seine zwei Kinder, er weint, nicht weil gerade ihm etwas Schreckliches passiert, aber weil er etwas Schreckliches entgangen ist. Und die sind angekommen, er weiß, ja, wir haben es geschafft und ich habe meine zwei Kinder und die leben noch. Und das versteht jeder. Und die Menschlichkeit, das ist, was hier so stark geprägt ist. Aber trotzdem, Ihre Arbeit, die Sie hier zum Beispiel in einem Flüchtlingslager oder im Auffanglager gemacht haben in Letschin, ist ja von Normalität geprägt und ist irgendwie komplett anders konnotiert und es hat einen anderen Ansatz. Logischerweise, weil Sie nicht in Griechenland waren, aber vielleicht gibt es auch narrative, aber auch im weitesten Sinne moralische Gründe, das so zu tun, weil Normalität natürlich genauso dazugehört, genauso wie die Bürokratie. Das ist ja die Frage eben, ob das da abwesend ist in so einem Bild, also ob das verzerrt. Also warum ist das Flüchtlingsbild des Jahres? Warum ist Not das Flüchtlingsbild, also Not, die fast biblisch wirkt, kontextlose Not, das wäre meine Frage an so einem Bild. Und Ihre Arbeiten sind ja zum Teil sehr viel reflektierter im Umgang mit der Situation. Vielleicht einfach, weil es einfach direkt an die Emotionen geht. Manchmal ist ja das Direkte, es geht direkt den Menschen an ihre Emotionen. Sie können sich auf einmal hineinversetzen und haben ein Gefühl dafür. Und es ist vielleicht auch, ist es einfach nicht richtig, immer alles zu intellektualisieren. Und vielleicht sind das genau die Bilder, die allermeisten Leute sind vielleicht auch visuell nicht so gebildet, wie wir das sind, weil wir uns nun jetzt ja seit Jahren dann mit solchen Dingen beschäftigen und uns Dinge angucken und einfach Erfahrungen machen. Und dann geht es auf einer einfachen Ebene den Leuten nahe und dann funktioniert es einfach. Ja. Also, Sie nochmal was dazu oder zu den Fotos davor? Na, also zu dem Foto kann ich natürlich sagen, oder finde ich, dass wenn wir jetzt über Kulturkreise sprechen, ich glaube, ein Gesicht, ein angstverzerrtes Gesicht ist in Asien genauso lesbar wie hier. Also denke ich, Emotionen in Bildern hat dann eine Universalität und deswegen ist dieses Bild, glaube ich, auch so stark. Und zu dem World Press Bild, ja, also es ist ein starkes Bild, aber man muss natürlich auch sehen, dass viele, viele Bilder, 120.000 Bilder da eingereicht werden und es kann ja eigentlich gar nicht das einzig beste Bild auf dieser Welt irgendwie geben, was jetzt gekürt wird. Das ist ja gar nicht möglich. Aber es, the winner takes it all und so ist es halt eben. Und bei diesem Bild, ja, das ist einfach das World Press Bild des Jahres geworden. Also. In diesem Sinne würden wir es nochmal jetzt
mit einem Mikrofon im Saal erweitern, wenn es Fragen gibt an die Kollegen oder an die Nicht-Kollegen. Wer möchte das Mikro? Schönen guten Abend, Nick Jaussi, mein Name, ich bin auch freier Fotograf. Und ich stelle mir jetzt schon länger die Frage, was können Bilder eigentlich überhaupt noch ausrichten? Gerade mit den Bildern, die man aus der Balkanroute gesehen hat. Und ich glaube, die Balkanroute wurde sehr viel fotografiert. Und trotzdem sieht man den Rechtsruck in Europa, in Deutschland, die Asylrechtsverschärfung. Und deswegen finde ich zum Beispiel das Fotoprojekt von Sibylle total interessant, weil es eher so einen stillen Charakter hat, weil es so einen erklärenden Charakter hat und eher zur Vermittlung beiträgt. Und genau deswegen meine Frage an das Podium, welche Macht haben die Bilder eigentlich überhaupt noch und inwiefern würdet ihr einschätzen, die Bilder aus dem Balkan haben da zur Vermittlung beigetragen? Also mein erster Gedanke wäre, gut, da sind Doofen, die weiter gegen Flüchtlinge hetzen, aber da waren ja auch zigtausende Menschen an den Bahnhöfen in Deutschland, die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen haben und großen Jubel. Und ich denke, vielleicht, dass ein Teil dieser Anerkennung von so vielen Menschen, dass diese Flüchtlinge eben Menschen sind, durch Bilder entstanden ist von der Balkanroute. Vielleicht. Ja, ich glaube, ich würde auch nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, dass ich denke, dass eben das Bild von dem, also die Beispiele, die wir gesehen haben, doch einiges ausgelöst haben. Und Sean hat ja auch Beispiele gegeben, wie David Cameron dann seine Politik geändert hat. Aber auch eben mit der Einschränkung, dass Leute auch Bilder nehmen und sie anders interpretieren, aus ihrer politischen Sicht interpretieren und sagen, ja genau, das sind die Leute, die ich auf diesen Bildern sehe, die ich nicht möchte, dass sie hierher kommen. Und das können wir nur zu einem gewissen Teil beeinflussen, aber die Macht der Bilder ist groß, weil ohne dass wir diese Bilder gesehen hätten, würde es die Positionierung der Menschen nicht geben. Wir hätte darüber keiner berichtet und auch genauso die schreibenden Kollegen nicht darüber geschrieben und die Leute vom Fernsehen, dann würdest du diese Diskussion nicht geben. Also das hat ja das letzte Jahr komplett dominiert. Außerdem ist es so, wie mein ehemaliger Kollege oder der ehemalige Geo-Chefredakteur Peter Matthias Gede, der sich auch in diese Diskussion eingeschaltet hat, gerade feststellt, dass nur ein Bruchteil der bei World Press eingereichten Bilder überhaupt in deutschen Medien veröffentlicht wurden. Geschweige denn, ich glaube, es ist nicht eine Siegergeschichte von deutschen Medien in Auftrag gegeben worden. Herr Löffel, gibt es denn so trotzdem Momente der Ernüchterung oder Verzweiflung sogar, wenn Sie mit so einer Geschichte gelebt haben und die Wirkung ist schwierig oder die Wirkung ist erstmal, also auch eine interessante vielleicht Geschichte nochmal irgendwie, wie diese Geschichte dann letztlich überhaupt in die Medien, also überhaupt gedruckt wurde, die dann Reportage, weil es da, glaube ich, auch Schwierigkeiten gab, wenn ich es richtig verstanden habe, die überhaupt unterzubringen. Ja, das stimmt, wobei ich muss ehrlich gestehen, dass mir schon vorab eigentlich klar war, dass es schwierig wird, ich arbeite eigentlich selten in Einzelbildern so und sehe mich als Autor einer Geschichte, die für mich ein Ende und einen Anfang hat und auserzählt sein soll und die reinführen soll in die Geschichte. So, und mir war schon von Beginn an klar, dass es schwierig ist, diese Geschichte, weil es schon sehr viel gab, überhaupt zu veröffentlichen. Also das heißt, ich bin schon mal mit dieser Idee losgefahren und ich muss auch gestehen, ich habe ja dann auch Kollegen von AP, Reuters, DPA, Getty muss ich jetzt, glaube ich, nennen, am Strand getroffen, also weiß ich nicht, ist jetzt so. Und ich habe ja gesehen, dass ich, weil ich gar nicht so News
affin arbeite, dass ich da gar keine Chance habe, weil ich die Jungs und Mädels, die da arbeiten, das ist, die fotografieren und dann stöpseln die in ihren Laptop da noch im Auto am Strand an und schicken die Bilder los. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich meine Bilder überhaupt geschickt habe. Also vielleicht 2 Wochen danach habe ich dann mal genau dem Stern, dem Spiegel, weiß ich nicht, Geo, also einfach so meine Liste irgendwie so runtergezogen und aber gar nicht mit der großen Hoffnung, dass da jetzt irgendwie eine große Veröffentlichung raus wird, weil mir schon bewusst war, dass gerade viele der großen Magazine diese Geschichte einfach auch schon thematisiert hatten. So. Genau. Und die kam dann aber in eine Weserzeitung? Oder wo? Ja, das ist eigentlich, arbeite ich gar nicht so im Zeitungsmarkt und ich wusste, dass der Weser-Kurier Bilder sucht aus Lesbos und dann habe ich die geschickt und dann sind die, weiß ich nicht, 5, 6 Bilder sind da zu einem Artikel erschienen. Ja. Hier ist noch eine Frage, dann. Wenn ich das richtig sehe, dann sind diese Bilder ja doch immer irgendwie appellatorisch gemeint, man sollte sozusagen aufrütteln oder etwas bewegen. Wie geht's euch, wenn dann ein Innenminister sagt, wir müssen in Zukunft mit ein paar unschönen Bildern rechnen, das müssen wir dann aushalten? Ja, es ist natürlich, also gerade wenn man dann dort war und hört dann solche Aussagen, ist natürlich absolut furchtbar. Ich meine, man war dort und man geht weg, aber man ist eigentlich nicht weg. Man verfolgt dann die ganze Zeit weiterhin halt eben die Nachrichten, ist in bestimmten Facebook-Gruppen drin, wo Syrer oder andere Leute sich quasi über Fluchtrouten quasi austauschen, Bilder schicken, Koordinaten schicken, versucht so gut wie möglich irgendwie die Situation weiter zu verfolgen und weiß um die Not und die Ausweglosigkeit der Menschen und dann, klar, hört man natürlich solche Aussagen und das ist natürlich, ja. Bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Enteignung. Ob das eine Enteignung ist? Ja. Eine Enteignung. Eine Enteignung. Wir machen diese Bilder mit aller Kraft und da kommt jemand und sagt, die muss man aushalten. Man kann ja nicht mit allen Leuten übereinstimmen. Also, das schadet. Bitte? Bitte? Brigitte Speidel, ich arbeite bei Amnesty International, ich kenne auch noch mal aus anderen Gründen, auch über Jahre schon, wir haben Bilddatenbanken und haben eine ganz andere Herangehensweise und so weiter, da will ich jetzt aber niemanden damit belästigen und belangen. Mir liegt es jetzt tatsächlich auf dem Herzen zu sagen, die Flüchtlingssituation hat sich jetzt nicht deutlich verändert, es gibt ja immer noch Idomeni und es gibt ja immer noch viele Situationen, die uns auch weiterhin erschrecken. Ich finde von ihm, von seiner Sichtweise aus sehr gut, dass er die positive Entwicklung auch gezeigt hat. Und ich finde, ich komme aus Süddeutschland, wenn das vielleicht jetzt, ich weiß von Bayern und von Baden-Württemberg, dass da wirklich, also da, nur weil ich jetzt daherkomme, weiß ich das. Ich kann jetzt nicht von anderen sprechen. Ich weiß, dass da wirklich extrem viel getan wird, dass eine große Initiative da ist. Und ich glaube, das ist auch mal gut, vielleicht als Fortsetzung, auch in der Bildsprache, das auch irgendwann mal zu erzählen oder den Leuten auch mal so eine Anerkennung zu geben, eben aus deren Blickwinkel, also aus deren Blickwinkel von Leuten, die jetzt etwas tun und da vielleicht auch manchmal am Ende ihrer Kraft sind, aber immer weitermachen. Und ich bin auch relativ stolz jetzt inzwischen,
dass wir hier so eine Kultur entwickelt haben. Also Rechtslastigkeit haben wir schon lange, ganz Europa entwickelt sich rechts, überall werden Zäune hochgezogen, aber wir dürfen auch nicht aufgeben. Also das ist wirklich ein ganz großer Wunsch in meinem Herzen und ich glaube, wir schaffen das auch, weil jetzt auch wieder neue Leute kommen, die uns vielleicht mit ihrem Lebenswillen, den sie haben und mitbringen, was sie vorher sagten, uns da auch wieder nochmal zeigen, den Spiegel vorhalten, was geht und was möglich ist. Hier vorne war noch eine Frage. Frank Schirmeister, Bildredakteur. Herr Dietz, Sie haben vorhin was Interessantes gesagt. Die Beschreibung der Flüchtlinge sei falsch. Die Beschreibung der Flüchtlinge sei falsch, weil sie immer nur in Leid und Not und als Opfer gezeigt werden und nie erzählt wird, dass sie eben auch stark und mutig sind und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Heißt es denn, dass die Fotografen die falschen Geschichten erzählen oder dass es ein Defizit gibt? Oder wie haben Sie das gemeint? Ich glaube, es ist einfach ein generelles Problem der Medien und der Wirkweise von Medien, über das ich auch irgendwie ab und zu mit Kollegen rede, dass quasi die Darstellbarkeit der Welt in den Medien auf Leid, Katastrophen und den Extremfall oft sich konzentriert und dass es Schwierigkeiten gibt, Prozesse abzubilden, Normalität abzubilden oder schlicht das Positive abzubilden, weil es irgendwie anscheinend gelernt oder anthropologisch gegeben ist, dass das Leid mehr kickt. So, das ist keine Kritik speziell an den Fotografen und schon gar nicht an den Fotografen, die ja hier sind, weil die, finde ich, damit jeweils umzugehen versuchen oder aktiv dem ausweichen, dass sie sagen, ich komme da nicht hin an diese Geschichte. Ich finde es eigentlich einen relativ reflektierten Umgang. Also wie ich auch immer Fotografen eigentlich fast medial geschulter und klüger finde als schreibende Kollegen, weil sie sich viel mehr mit diesen Fragen der Herstellungsweise von Emotionen und der Abbildbarkeit von Geschichten auseinandersetzen. Das Wort hat dann irgendwie, stellen sich manche Fragen nicht so sehr, aber grundsätzlich würde ich das eben auch als, das ist tatsächlich eine politische Frage, die dann der indische Schriftsteller-Kollege angebracht hatte, weil es eben eine leichte einen Kippschalter gibt, eine AfD-Lastigkeit, also eine AfD-Möglichkeit, wenn das Leid drängt, dass man das Leid weghalten will. Und das ist alles, was ich sagen wollte. Das ist eigentlich nach wie vor große Herausforderung ist, zu versuchen zu verstehen, was die Realität und auch die positive Realität der Flüchtlinge ist. Und das, ob es dann Motive gibt, das nicht darzustellen, glaube ich nicht. Aber es ist eine, würde ich sagen, es ist ein Defizit der Medien, das Positive darzustellen in der Flüchtlingskrise. Krise, ja. Ich habe zwei Fragen. Hört man das? Einmal wollte ich fragen, das kam vorhin so das Thema auf, wie die Würde in den Bildern beibehalten wird. Das kam so kurz und da wollte ich nochmal fragen, ob ihr da vielleicht jemand von euch noch mehr dazu sagen möchte. Und das zweite war an, ich weiß ihren Nachnamen nicht, von Sibylle Wendt. Ja. Sie haben gesagt, am Anfang war das so, dass das einfach überhaupt nichts mit Ihnen zu tun hat oder das Gefühl, hat sich das geändert in der Zeit, in der Sie dann dahin gegangen sind und die Fotos gemacht haben und vielleicht auch in der Zeit, in der das hier in Deutschland mehr angekommen ist, 2015, weil ich da das Gefühl hatte, dass es schon so einen Unterschied gab zu den Jahren davor, wo auf einmal es doch mehr Leute dann sich selbst auch davon haben mehr betreffen lassen und mehr berühren lassen. Ich kann ja mal auf die zweite Frage antworten. Obwohl ja dann irgendwann, also nach dieser ersten Solidarität, also als es angefangen hat mit dieser Welle an Flüchtlingen, war mein erster Impuls endlich.
endlich ist erreicht das Thema Europa und endlich können wir davon nicht mehr wegschauen. Das wird uns allen total gut tun. Und diese Solidaritätswelle hat ja auch eingesetzt und irgendwann ist es ja total umgekippt, also was ja auch nicht stimmt, aber irgendwie hatte man das Gefühl, es kippt und man hatte Panik davor, dass die Ströme nicht mehr aufhören. Und aber ganz ehrlich, in meinem Alltag bin ich immer noch wahnsinnig weit davon weg. Das hat mich nicht wirklich beeinträchtigt oder beeinflusst oder verändert. Also man hört zwar, dass überall Flüchtlinge untergebracht werden, aber es ist ja nicht wirklich so. Man kann ja sich total davon distanzieren und schützen. Und von daher sind die Schicksale natürlich deswegen nicht wirklich meine geworden. Also und deswegen fotografiere ich ja auch so, wie ich fotografiere. Also ich glaube, ich kann die Geschichten von den Leuten nicht zu meinen machen. Und also eher damals, 2011, als ich angefangen habe zu fotografieren, wollte ich ja die Geschichte so fotografieren, wie ich immer fotografiere. Ich suche mir eine Handvoll Leute und begleite die über anderthalb Jahre oder zwei. So habe ich bisher immer fotografisch gearbeitet. Und ich hatte auch eine Handvoll Flüchtlinge, die ich begleitet habe, aber es ist mir wirklich schwer gefallen, fotografisch eine gute Geschichte daraus zu machen. Die Menschen sind mir natürlich total ans Herz gewachsen und ich habe erst letztens mit einer Vietnamesin wieder Kontakt aufgenommen, die jetzt endlich hier eine Aufenthaltsgenehmigung hat und finde das ganz toll und denke auch darüber nach, das muss ich jetzt nochmal in einem Magazin verkaufen oder was auch immer. Aber jetzt rein fotografisch gesehen ist das für mich, hat sich das nicht verändert. Also deswegen habt ihr ja auch die Bilder gesehen, die ich heute gezeigt habe. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich einen wahnsinnigen Respekt davor habe, vor Arbeiten wie Etta oder Kai Löffelbein. Ich finde das großartig. Das ist einfach nur ein Weg, den andere Fotografen gehen und den ich irgendwie nicht gehen kann, aus irgendwelchen Gründen. Das ist halt nicht meine Art, mit der Kamera umzugehen. Die andere Frage war die nach der Würde der Dargestellten. Ist das was, was Sie beantworten wollen oder können oder was Sie beschäftigt? Ich glaube, es gibt immer natürlich Situationen, die man sieht, die man fotografiert oder auch nicht fotografiert, die Menschen, die Menschen zeigen, die etwas entwürdigender sein können. Und ich habe das eben erwähnt mit der Würde, auch es hing so ein bisschen auch mit Ästhetik und Schwarz-Weiß zu tun, aber es hat eigentlich auch damit zu tun, wie man Menschen fotografiert. Und die Leute, ja, die kommen rüber, sind tagelang auf der türkischen Seite eingefärscht gewesen, bis sie dann endlich auf ein Boot kommen. Wie jeder Mensch, der sich dann nicht duscht, schwitzt, der Angst hat, ist, kommt rüber und man kann die Leute halt eben, wenn sie schreiend, weinend bis zu den Knien im Wasser halt eben fotografieren oder man kann sie in einem starken Moment fotografieren. Man kann sie fotografieren, dass die Würde einfach des Menschen weiterhin gewahrt bleibt und sie halt eben in ihrer Stärke halt eben fotografiert werden. Also ich glaube, beides ist irgendwie, denke ich, legitim auch, und das eine zeigt auch, unter welchen schlimmen Voraussetzungen die Leute dann halt eben auch übersetzen und in welcher seelischen und geistigen Verfassung sie sich befinden. Ich für meinen Teil habe bei diesem Edit entschieden, sie halt eben eher in ihrer starken und natürlich aber auch schwachen Seite zu zeigen, aber ihnen ihre Würde einfach zu lassen, ist schwierig. Es ist ja nicht so, als könnte ich sie nehmen, aber vielleicht das als Antwort. Darf ich noch dazu sagen, du hast eben davon geredet, wann man ausdruckt, aber auch wenn man nicht ausdruckt. Und das hat dann auch, da spielt jetzt auch die Würde der Menschen damit dazu. Gerade mit dieses Thema Flüchtlinge, was auch so eine große News-Geschichte war und was eben in der Gesellschaft so viele Menschen hin und her gerissen hat, da habe ich gemerkt, da waren ab und zu Situationen, wo ich gedacht habe, ich muss hier wirklich aufpassen mit dieser Situation, was vor mir spielt.
weil wie das Bild dann später interpretiert wird und wie es ausgenutzt werden kann. Zum Beispiel, da war mal eine kleine Situation vor dem Lageso. Da ist ein Mann ohnmächtig geworden und er lag am Boden. Und da kamen zuerst die Sicherheitsleute zu ihm und haben sich über ihn gebeugt. Und da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt fotografiere und das Bild rausschicke, und gerade da war so viel Kontroverse mit Lageso und auch ein bisschen die Sicherheitskräfte, dass manche ein bisschen brutal waren oder es gab schon verschiedene Gerüchte, und da habe ich kein Bild gemacht. Und erst als die Notruf-Menschen da ankamen, dann habe ich, weil ich wusste irgendwie, dass dieser Mensch ohnmächtig war, aber es hatte nichts mit den Sicherheitsleuten zu tun. Und ich habe dann erst ausgedruckt, als diese Notruf-Leute da ankamen und ihn dann aufgehoben haben. Nur als kleines Beispiel, als einfach diese alltägliche kleinen Sachen und Entscheidungen, die man treffen muss, auch, denke ich, als Fotojournalist. Ganz kurz, es gibt hier noch eine Wortmeldung. Ich hätte aber gerade noch eine Frage an dich, Jean. Und zwar, ja. Weil du ja sozusagen am nächsten sozusagen an den Tagesmedien oder an den aktuellen Medien sitzt, vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber welche Bilder werden denn gefragt? Es werden keine starken Flüchtlinge gefragt, oder? Es wird doch wahrscheinlich in der Regel, wenn Anfragen kommen, wir brauchen irgendwie die Zustände vor dem Lageso, es wird doch eigentlich auch das gewollt, und das dann auch findet eine sehr große Verbreitung. Ehrlich gesagt kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich kriege also konkrete Anfragen von Zeitungen, ja, wir brauchen ein bestimmtes Bild, das kriege ich gar nicht mit. Die Erzeugung der Bilder, bis es zu den Kunden ankommt, das ist eine lange Kette, und ich glaube nicht, dass die Zeitung, dass ein Bildredakteur anrufen würde und sagen, hey, wir brauchen von der Lageso so ein Bild. Die haben bestimmt eine Vorstellung, was sie für eine bestimmte Geschichte brauchen, und gucken dann durch die Datenbanken, bis sie etwas finden, was zu dieser Geschichte im Kopf passt. Aber ja. Aber es ist schon so, dass diese Krise speziell, oder diese Krise auch eine Krise der Bilder und der Darstellungsweisen war. Also die Überforderung war ja erstmal oft eine Behauptung. So habe ich es erlebt. Also dass Reporterkollegen dann in Bayern waren und gesagt haben, na, es läuft ja alles ganz gut. Und das ist irgendwie, da glaube ich dann schon, dass es irgendwie versucht wurde, Bilder zu den Worten, zu den Gedanken zu finden, die dann wiederum sich in Politik übersetzen lassen. So war mein Eindruck als Leser zumindest. Also aus nicht vielleicht ja. So, dass jemand anruft, so, aber dass das irgendwie einfach das sehr früh die Erzählweise war. Es läuft doch alles extrem aus dem Ruder, oder? Und dass man dann versucht hat, diese Erzählung zu bebildern. Ja. Ich habe das nicht geschwört. Ich weiß nicht. Darf ich noch mal kurz auf den Herrn Gallup eingehen, weil ich ja gerade das Mikro da angefordert habe. Mir ist aufgefallen, dass wir sich einfach widersprechen, glaube ich. Das wollte ich gerade kommunizieren. Das, eben haben Sie mal gesagt, Leute, guckt, dass ihr nicht, ihr seid eher die neutralen Fotojournalisten, ihr sollt nicht politisch fotografieren oder politische Motivationen haben. Und hätten Sie, wenn man die Gedanken konsequent durchzieht, hätten Sie natürlich fotografiert, wie die Sicherheitsleute um den Mann drumherum stehen, und hätten einfach, wären der objektive Beobachter geblieben und hätten das auch mit rausgegeben. Aber in dem Moment sagen Sie, nee, das gebe ich nicht raus, weil das könnte ja umgedeutet werden. Und ich bin einfach prinzipiell der Auffassung, jeder, der fotografiert, entscheidet schon mit der Wahl der Kamera und den ganzen technischen Sachen und dann den ästhetischen, wie das halt wirkt. Und das sind so massive Einschränkungen und Entscheidungen, die wir da treffen oder die Reportagefotografen treffen, ich bin keiner, dass es gibt da nicht die objektive Darstellung. Und ja, das ist mir nur aufgefallen, dass ich den Eindruck hatte, Sie widersprechen sich da selber. Ich glaube, es ist eine Frage, man muss eine gewisse Verantwortung als Fotojournalist und die Bilder, die man produziert, anerkennen. Und in diesem Fall
Mein erster Gedanke war, wenn ich dieses Bild mache und ich es rausschicke, dann werden viele Menschen sagen, aha, schau, da haben die Sicherheitsleute einen Flüchtling zusammengeschlagen, was überhaupt nicht stattfand. Und das hat dann nichts mit politische Einstellung oder Kommunizierung zu tun. Das hat einfach, man will die Wahrheit treu bleiben. Und das ist ja die Pflicht eines Journalisten. Ja, wobei das natürlich viel mehr über das Bild hinausgeht, weil das ja mit Bildunterschriften und Kontexten sehr zusammenhängt. Ja. Also was ja auch eine ziemlich krasse Entwicklung der letzten Jahre und vielleicht auch Klar, im letzten Jahr war. Das erlebt man sehr viel. Man macht ein Bild und Gott sei Dank, es passiert nicht so oft, aber ich habe schon ab und zu Bilder von mir gesehen, online irgendwo in einem Kontext, völlig, völlig außer Kontext. Und man denkt, ach, Leute. Ja, und da werden natürlich die Bildredaktionen und die es veröffentlichen, dann extrem wichtig, weil da sind uns natürlich, uns als Fotografen, dann die Hände gebunden. Oder wir geben die Fotos nicht raus und das ist, glaube ich, auch oft falsch. Ich stelle nur fest, dass es so schnell und dynamisch wird und extrem kurzfristig durch Facebook etc. passiert, dass das ein Riesenproblem ist und dass wir eigentlich als Menschen das gar nicht alles aufnehmen können und dann nur durch so Extremfotos reagieren. Und da passieren auch Dinge, dass Fotos durch die Medien geistern, wo dann steht, na so sieht das deine Flüchtlingsheim aus und das Foto ist 10 Jahre alt und kommt ganz woanders her. Und das ist Wahnsinn, was da passiert und ich habe schon ein bisschen Angst davor, was in den nächsten Jahren noch kommt, so, wie schnell das noch geht. Also ich, um mal einzuhaken, ich fand das sehr interessant, was Herr Dietz gerade gesagt hat, dass es vielleicht auch eine Krise der Bilder und der Medien ist. Ich glaube, das ist sogar unabhängig von der Situation, die wir mit den Geflüchteten im Moment haben, stattfindet. Aber also es gibt halt einfach den... das Bedürfnis nach Verkürzung, nach starken Verkürzungen. Und das kommt von den Medien teilweise aus, aber auch teilweise von den Leuten, die die Medien wahrnehmen. Also mir ist es schon häufiger passiert, dass ich von Redaktionen auf Geschichten geschickt worden bin, wo sich in einer Redaktion jemand eine Geschichte überlegt hat, dann ist man vor Ort, man stellt fest, es ist ganz anders. Und dann muss man aber es wird von jemandem verlangt, dass man dem Bild, das eine Redaktion hat, dann irgendwie entspricht, um halt eben ein vielleicht vereinfachtes Bild der Wirklichkeit zu zeigen, weil die Komplexität manchmal schwierig ist zu erzählen, sowohl in Bildern als auch in Texten. Und dass das aber eigentlich falsch ist, dass wir uns dieser Komplexität eigentlich stellen müssten und sie versuchen müssen zu verstehen. Und das hat, glaube ich, ganz weitgreifende Folgen. Ja? Also dass solche Verschwörungstheorien oder AfD oder was auch immer, das sind ja alles diese einfachen Schwarz-Weiß-Antworten und die Welt ist nun mal grau und sich dem zu stellen, ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, vor denen nicht nur wir Fotografen, sondern die Medien allgemein stehen. Ja, mein Name ist Jürgen Reiche, ich arbeite im Museum und habe natürlich auch viel mit Bildsprache zu tun, mit Fotografie. Mir fällt auf, dass erstmal, für mich sind Bilder per se, also gerade dieser Gattung natürlich immer politisch, egal wie wir jetzt darüber reden. Sie haben natürlich eine Wirkung und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die über Bilder halt kommuniziert. Aber was mir auffällt ist, wenn Sie gerade auch davon sprechen, diese großen Kontexte, Sie konzentrieren sich mit Ihren Bildern hauptsächlich auf Europa. Dass dieser, wenn man den Kontext insgesamt sieht, da fängt die Geschichte, die Sie ja auch stricken wollen, die fängt natürlich woanders an. Bei Konflikten, die fängt an, wenn man zum Beispiel Flüchtlingscamps in Jordanien oder im Libanon sieht, diese riesigen Massen, wir haben immer die Augen verschlossen. Wir nehmen das nicht wahr. Uns interessiert im Grunde genommen nur, wenn etwas vor unserer Haustür liegt. Und ich denke, das wäre meine Frage, ob das Gedanken sind, die Sie auch haben, dass man eigentlich weitergreifen müsste, wenn man diese Geschichten erzählt. Weil wenn man mal unterstellt, dass sie politisch sind, fokussieren sie ja im Grunde genommen darauf. Und dann wundert man sich ja natürlich auch nicht, dass diese Vokabel Flüchtlingskrise auch in anderer Munde, weil es auch suggeriert wird durch diese Bilder.
Vielleicht ergänzen, ich finde das ganz interessant, weil das hier zweimal auch fälschlich dargestellt wurde beim diesjährigen Nannenpreis. Zum Beispiel ist eine weitere Flüchtlingsgeschichte auf der Shortlist gelandet, die, glaube ich, kaum jemand wahrgenommen hat, weil sie fernab von Europa stattfand, mitten im Himalaya, Klimaflüchtlinge, die aufgrund von klimatischen Veränderungen ihren Wohnort verlassen, mit einem ganzen Dorf umziehen. Ich glaube, das hat gar nicht, also da pflichte ich Ihnen bei, es fokussiert sich jetzt so sehr auf die aktuelle Situation hier, auch eben aus guten Gründen, aber es gibt eben auch diese anderen Geschichten, aber ich glaube, sie werden zurzeit einfach weniger wahrgenommen. Sie werden weniger, deutlich weniger wahrgenommen. Also die sind... Bitte? Ja, genau, aber momentan liegt der Fokus einfach eindeutig auf der Situation rund ums Mittelmeer und der Situation hier. Und, aber es gibt diese Geschichten und da gibt es auch durchaus positive Geschichten. Also, aber die finden weder hier, glaube ich, noch... werden hier wirklich wahrgenommen in dieser Runde oder vielleicht heute auch nicht genau das Thema, aber die gibt es in den deutschen Medien und international auch. Vielleicht sammeln wir noch ein paar Fragen. Ich weiß, Fotografen tendieren zur Unendlichkeit. habe ich schon beim letzten Mal erlebt. Und ich wurde auch dafür kritisiert, zu früh das beendet zu haben. Weil ich glaube, Fotografen einfach sehr lang so Kondition haben, zu reden. Ich würde trotzdem noch mal ein paar Fragen vielleicht sammeln und dann so eine Art Abschlussrunde machen. Sie hatten sich gemeldet? Mein Name ist Benjamin Richter. Ich arbeite auch als Fotograf und ein bisschen als Bildredakteur und ich habe so ein Ding, was jetzt immer schon irgendwie zur Sprache kam, aber was ich nochmal präzisieren will, dass ich mich darüber nachdenken, über Fotografie und wie wir als Fotografen arbeiten, im Moment immer frage, machen wir nicht eigentlich mit unserer Bildsprache etwas fundamental falsch? Tragen wir nicht eigentlich zu dieser gesellschaftlichen Debatte bei, dass da man das Gefühl hat, dass es da zusätzlich immer, also immer mehr zwei Pole gibt, ja, also die böse AfD und auf der anderen Seite die Gutmenschen so, ja. Ich mich frage, also natürlich bin ich in dieser Bildsprache total drin und finde sie auch gut und in der Vorstellung, dass man das Leid der Flüchtlinge zeigen muss, aber läuft da nicht irgendwas völlig falsch vielleicht, also um das mal ganz anders anzugucken, sind wir nicht ein Puzzlestein, dass diese Debatte gerade so entgleist, wie sie entgleist, aus meinem Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist immer wieder jetzt zur Sprache gekommen, aber ja, aus meiner Sicht nicht genug. Also ich, ja, da hätte ich vielleicht gerne nochmal irgendwie eine Einschätzung. Gibt es noch drängende Fragen, sonst drängendere noch als existenzielle Fragen, dann würde ich sonst vielleicht die Frage tatsächlich ans Podium nochmal geben, weil die ja auch das öffnet tatsächlich zum Konstruktiven. Wie können Fotografen letztlich tatsächlich mit der eigenen Rolle umgehen, mit dem eigenen Platz im politischen Meinungsfindungsprozess, der irgendwie wahrscheinlich tatsächlich latent dysfunktional ist, aus welchen Gründen auch immer. Kurze Schlussrunde. Ich weiß nicht, ob ich die Frage vollständig verstanden habe, aber also ich denke, das Thema AfD, das ist interessant, auch aus der Sicht eines Fotojournalisten. Ich meine, man kann gut einfach mit der Einstellung gehen, ah ja, die AfD, Rechtsextremen, ich gehe zu einer Kundgebung und ich suche mir die Gesichter aus, die irgendwie rechtsextrem aussehen, irgendwelche Glatzköpfe oder richtig so brüllende, ich weiß nicht, ängstmachende Leute. Ich habe ein bisschen, als es die Wahlkampf in den drei verschiedenen Bundesstaaten gab, Bundesländer. Da war ich in Sachsen-Anhalt, aber dann auch in Baden-Württemberg
Und in Baden-Württemberg, da war die Atmosphäre total anders. Ich war auf einer Wahlkampfveranstaltung, da war das Flüchtlinge vielleicht 5% des Abends und da ging es hauptsächlich um den Euro und TTIP und Einfluss Amerikas und die Bürger, die da waren, man spürte es, das sind keine Rechtsextremen, das sind einfach konservative Menschen, die irgendwie meinen, die CDU, das funktioniert nicht mehr und die suchen jetzt was anderes. Und da muss man schon auch als Fotojournalist einfach offen sein und gucken, okay, hier ist diese Situation und so soll man es auch bildlich kommunizieren. Ob die Redaktionen dann das dann auch so verstehen, ist was anderes, da habe ich keinen Einfluss. Aber ja, klar, eine gewisse Offenheit zu Themen, zu die Kontraste zwischen wie in den Medien über etwas geschrieben wird und was man tatsächlich vor Ort sich selber erlebt. Klar, das soll man schon in Sicht halten. Ja, also ich glaube, das knüpft ja, die Frage knüpft ja im Prinzip da an, was ich gerade über die Komplexität gesagt habe und diesen Versuch, sich dem zu stellen, also oder die Komplexität anzunehmen als allererstes Mal und nicht zu versuchen, die Welt verkürzt zu zeigen, um eben diese Debatte anzufeuern, sondern vielleicht auch wieder zu konterkarieren. Ich weiß nicht, bei mir war es der Versuch, sich dieser Komplexität zu stellen, aber das Mediumfotografie ist natürlich auch beschränkt. Also man hat nur gewisse Möglichkeiten, aber vielleicht deswegen auch der Weg in den Individualismus und um halt radikaler zu werden, um die persönliche, subjektive Position einzunehmen, klar offen zu legen, um dem Dilemma, dass es mir nicht möglich ist, objektiv über die Komplexität zu berichten, aus dem Weg zu gehen. Und das scheint mir im Moment für mich der Weg zu sein, sich mich dem Problem zu stellen. Aber am Ende habe ich da auch keine Antworten. Je mehr ich mich mit solchen Sachen beschäftige, umso mehr Fragen kommen da auch auf. Und ich glaube, Moment, einen letzten Gedanken hatte ich noch. Danke. Ich gebe mal weiter. Also ich glaube, es geht, das ist so meine Idee immer darum, gerade jetzt auch bei dieser Geschichte geht und ging es mir darum, irgendwie Sympathie und Empathie irgendwie für die flüchtenden Menschen irgendwie zu schaffen. Und natürlich fragt man sich manchmal, ob man eigentlich nicht nur Sympathie bei den Leuten, die schon Sympathie haben, eigentlich erzeugt und ob man nicht bei den Leuten, die eigentlich und es müssen jetzt gar keine rechten Menschen sein, sondern Leute, die einfach diese Massen, immer Bilder von flüchtenden Massen sehen, ob Leute, die übers Feld in Mazedonien rennen oder Leute, die am Hafen in Mytilene auf Lesbos stehen, ob diese Bilder nicht quasi natürlich auch eine gewisse Angst erzeugen können. Aber ich frage mich natürlich, überhaupt, was für Einschränkungen wir überhaupt jetzt durch die sogenannte Flüchtlingskrise jetzt haben. Also ich persönlich in meinem Leben habe keine so, außer dass viele Leute jetzt gekommen sind, die unsere Gesellschaft und Kultur einfach bereichern werden, sofern sie dann hier bleiben dürfen. Und ich glaube, wir haben viele Ansätze gerade gesehen, fotografische Ansätze, und ich finde es wichtig und spannend, dass es all diese fotografischen Ansätze gibt, weil sie einfach auch was anderes zeigen. So Sibylles Arbeit ist ganz stark, weil sie auch komplexer ist, weil sie auch die sind nicht so leicht konsumierbar und man muss sich die auch angucken und auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich hoffe, das muss man bei meinen Bildern auch, aber sie wirken natürlich irgendwie schneller so. Und ich glaube, dass es so die Mischung und Vielfalt aus vielen fotografischen Ansätzen irgendwie macht, die verschiedenste Leute hoffentlich erreicht und auch zum Nachdenken bewegt. Also ich habe mich vorhin natürlich gefreut, als jemand aus dem Publikum gesagt hat, dass ihn jetzt meine Arbeit angesprochen hat, aber ich kann da irgendwie auch nur zurückgeben,
meine Arbeit funktioniert natürlich auch nur deswegen, weil es die anderen Arbeiten gibt. Wie absurd wäre es, wenn über die Flüchtlingskrise nur berichtet worden wäre, indem man deutsche Amtsstuben fotografiert. Also in jeder Arbeit kann man einfach nur einen gewissen Aspekt beleuchten. Und ich glaube, man kommt immer als Fotograf an den Punkt, wo man sagt, naja, eigentlich scheitere ich in gewisser Weise auch, aber das muss man halt auch irgendwie akzeptieren und einsehen. Und aber wir wissen ja auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die darüber berichten. Und das ist, glaube ich, einfach ganz gut, dass es diese verschiedenen Sprachen gibt, mit denen wir uns versuchen, unseren ganz speziellen Sicht auf eine Situation darzustellen. Ja, ich habe in dem letzten Jahr, ist mir, glaube ich, kein Fotograf begegnet, keine Fotografin, die sich der Verantwortung nicht bewusst war oder auch des Scheiterns, der Möglichkeit des Scheiterns und auch der Möglichkeit, dass die Bilder falsch oder extrem fragwürdig interpretiert werden könnten. Aber das Problem bleibt halt eben unauflösbar, weil es gibt halt Interpretationsspielraum und insgesamt macht es eben tatsächlich die Vielzahl von Themen und die Vielzahl der unterschiedlichen fotografischen Ansätze, die vielleicht müssen sie aber nur noch weiter publiziert werden und vielleicht fehlt es einfach auch an Möglichkeiten und Raum für Publizität. Ja, versuche ein Schlusswort von mir. Ich würde sagen, dass der Titel Flucht ins Bild natürlich tatsächlich diese Ambivalenz ja auch beinhaltet, dass sich diese Gesellschaft natürlich in Bilder flüchtet, anhand derer sie dann die Komplexität reduzieren will und anhand deren irgendwie Emotionen erzeugt werden sollen oder automatisch erzeugt werden, dass das ist, habe ich das Gefühl, Fotografen tatsächlich oft bewusster als schreibenden Kollegen. Was sie eint, ist eben, und das ist wahrscheinlich auch Teil dieses Problems, eine Krise der Repräsentation, was dann bei Fotografen nochmal treffender ist, weil das natürlich tatsächlich eine Abbildung der Welt auf eine ganz andere Art und Weise ist, aber dass das ein Misstrauen gegen bestimmte Wirkweisen von Bildern oder bestimmte Wirkweisen von medial hergestellten Wirklichkeiten gibt in eine oder andere Richtung, ist, glaube ich, was, womit sich alle hier auf dem Podium auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen. Und mich als schreibenden Kollegen begeistert tatsächlich aus der Praxis immer wieder die Leidenschaft und die, auch tatsächlich Klugheit von Fotografen. Und insofern wollte arbeite ich immer wahnsinnig gern mit Fotografen zusammen, die mir ein bisschen mehr Zugang zur Welt vermitteln. Und das ist der Dank, den ich heute den Kollegen hier auf dem Podium gern zollen würde, dass es vier ästhetisch komplexe Positionen waren, mit dieser sehr bleibenden Frage umzugehen, wie was da passiert. Oder fünf ästhetische Positionen, narrative Positionen. Ich glaube, die Komplexität der Antworten ist hoffentlich deutlich geworden und mehr oder weniger viele Fragen beantwortet. Ich würde mich gerne auch bedanken beim Gastgeber und beim Gastgeber Urban Spray und bei allen auf dem Podium und bei Ihnen. Danke. Ja, dann Abbinder hatten wir gar nicht geplant, dann mache ich den jetzt doch noch. Vielen Dank nochmal an euch irgendwie, Podium, und vielen Dank an Sie für das zahlreiche Erscheinen, für das Durchhaltevermögen, für die vielen Fragen. Bleiben Sie der Ostkreuz-Veranstaltungsreihe treu. Es gibt demnächst wieder welche. Sie müssen auch gleich nicht alle gehen, dahin gibt es noch eine wunderbare Bar. Und dran denken, jede Woche ein kleines Bier weniger ist gut für die Gesundheit und für die Fotografie. Danke.